Ja, was haben wir hier heute? Einen wachsamen Hund, ja. Eine schlafende süße Katze und vier riesengroße Forellen. Die Forellen habe ich ganz frisch in Neuensee vorhin abgeholt. Ja, das ist so eine Fischzucht für Süßwasserfische. Das ist das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, also zum größten Teil meines Lebens aufgewachsen bin. Und da habe ich heute die richtig geilen Forellen geholt. Dazu habe ich jetzt eine Zitrone. Das ist aber keine Bio-Zitrone, deshalb werde ich dann nachher die Schale entfernen. Dann habe ich hier ein wenig Thymian frisch abgeschnitten, ein wenig Olivenöl, Salz und Pfeffer und von der guten Elsbeth Müller ein wenig Fischgewürz. Und zwar das, die hat mehrere Fischgewürze, das Grüne. Also ja, steht drauf, was alles drin ist. Auf jeden Fall das Grüne von der Elsbeth Müller. So, jetzt pinsel ich das alles ein bisschen mit Olivenöl ein und dann wird es ein bisschen gewürzt und kommt rein, die Batschen. Ja, Kätzchen riecht den Braten, jawohl. Die spielt jetzt gleich ein wenig mit dem Hund. Die zwei Süßen, ja, die haben sich lieb. Schaut euch an. Pussy, Pussy, Pussy. Ja. So, also, ich fange jetzt an und dann hole ich euch gleich wieder dazu, okay? Bis gleich. So, die Erklärung habe ich jetzt fast vergessen. Und zwar, ja, die Zitronen und den Thymian, die kommen natürlich als Füllung in den Bauch von den Forellen. Ja, die tue ich hier rein. Die Schale habe ich schon abgeschnitten. Jetzt, ja, kommt erst die Füllung. Ja, die Füllung in die vier Forellen. Und dann streiche ich es mit Olivenöl ein und dann wird es gewürzt. Hallo bei Holgers Grillen. So, dann haben wir es ja geschafft. Die Fische sind schön gewürzt, die Forellen. Außen mit Salz, Pfeffer und wie schon gesagt, den Fischgewürz von der Elsbeth Müller. Innen drin mit Zitronen, natürlich habe ich die außen die Krusten abgeschnitten, die Schalen und ja, und Thymian. Und jetzt machen wir ein schönes Feuer und dann hauen wir die auf den Grill. Das wird wieder lecker. Es stinkt und qualmt, jawohl, da wird die Holzkohlen angeschürt in Kugelgrill von Weber und da liegen die Forellen bereit und warten auf ihr Startsignal. Alles klar, wenn wir bereit sind, dann hole ich euch wieder. Jo, ciao. Oh, schaut das nicht schön aus? Ja, ne? Glühende Holzkohlen. So muss das sein. Jetzt sind wir gleich bereit. Und die Fischler habe ich hier gepackt. Und ja, gleich geht's los. Gleich. It's here raining cats and dogs, yes, oh Mann, ich wollte eigentlich ja meine Forellen heute ganz anders grillen, aber durch dem es hier richtig bitche nass ist auf meinem alten Steingrill und es hier echt pisst ohne Ende und stürmt, habe ich mich entschlossen, ja, zu Hause ist, wo mein Weber ist, den Kugelgrill anzuschüren und jetzt machen wir die Forellen hier auf dem Kugelgrill und ja, da müssen wir den Deckel nicht schließen bei Fisch, das reicht so vollkommen aus, die werden sowieso sehr schnell schwarz, wenn man nicht aufpasst. Oh, ich muss jetzt schnell meine Handschuhe anziehen, okay, machen wir, reparieren wir, kein Problem. Ja, und wenn die Flammen aufsteigen, dann ist wohl doch besser, wenn wir ganz kurz den Deckel zumachen, weil die werden schon langsam ein wenig zu schwarz. Ja, machen wir den Deckel zu, ersticken die Flammen, kein Problem. Bei einem Webergrill ist alles möglich. Ja, und dann sind die Fischler schon fertig. Noch 10, 12, 15 Minuten. Schaut es doch eigentlich ganz gut aus. Ha? Ja? Gut, wir machen jetzt schnell noch mal einen Deckel zu.
und dann gehen sie in Aga durch. Alright. So, dann schauen wir mal noch, was ich machen mit unserer Fischler, ne? Ja. Oh, lecker, 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 lecker. Man hätte es natürlich auch mit offener Deckel grillen können, auch ganz klar. Aber bei mir hier ist richtig heftig Wind, richtig heftig, heftig. Und dann lodert es die Glut von unten immer richtig heftig hinauf. Und es ist echt krass heute hier. Hätte ich nicht gedacht, dass das wieder so weit. Und ihr seht schon die Augen, wie sie rausgrillen. Ja, die Fische sind fertig. Ich wünsche euch alle ein wunderschönes Wochenende. Und ich hoffe, ja, beim nächsten Mal wieder bei Holgers Grillen. Ja, und wir hauen jetzt hier rein, wir essen jetzt die Fisch, lassen uns die schmecken und dann trinke ich noch ein Bier. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Holger. Servus.